Herzlich willkommen zurück zu Anno 1404. Ich bin die Miri. Bewundert mit mir unsere neue Großbaustelle, die Sultansmoschee. Die haben wir in der letzten Folge angefangen. Nicht mehr lange. Und dieser Bauabschnitt kann vollendet werden. Es geht wirklich gut voran. Wir brauchen ja, anders als ich befürchtet habe, überhaupt kein Werkzeug dafür, sondern nur Holz und Mosaik. Ja, es geht wunderbar voran. Wir haben schon mehr als die Hälfte geschafft. Ich denke, bald ist das soweit. Aber wir kommen gut voran. Bald ist es geschafft. Die Stufe danach braucht dann 240 Werkzeug und 432 Mosaik. Ich denke, da werden wir dann ein bisschen drauf warten müssen, weil das habe ich derzeit nicht, zumal wir ja auch den Kaiserdom noch bauen. Hier auf der Baustelle letzte Bauphase. Wir haben fast die Hälfte geschafft. Es sieht so aus, als würde das, was wir jetzt da haben, ausreichen. Am Baumaterial. Aber ja, solange das nicht in den letzten Zügen ist, werde ich da nichts wegnehmen, denke ich. Die letzte Folge war unfassbar spannend. Wir haben so viel geschafft. Wir haben uns auch mit den Piraten verbrüdert. Und da würde ich gerne mal ein Schiff hinschicken. Ein größeres. Wir haben hier... Oh, was haben wir denn da? Erlaubt mir mein Anliegen. Ah, ja, eine Eskorte, genau. Gebührt. Unser aller Dank. Wir haben ja hier noch eine Aufgabe. So, die Sahara wollte ich hier runterschicken. Weil die nämlich 5 Ladekammern hat. Plus 2 für Items. Kann man ganz gut nutzen. Ja, die wird sich dann mal auf den Weg machen. Und außerdem haben wir angefangen, live seine Insel abzukaufen. Darf ich? Ja? Da werde ich schon mal gleich weitermachen. Wer die Macht hat, hat auch Feinde. Denkt daran und handelt danach. Und ab jetzt könnte ich... Was ich falsch gemacht habe. Jetzt habe ich die Mehrheit. Und damit könnte ich jetzt den Stadtschlüssel schon erwerben. Es wird, glaube ich, ein bisschen billiger, wenn man die Ratssitze alle hat. Muss ich überlegen, was ich davon mache. Naja. Gut. Was machen wir zuerst? Also ich würde mich gerne ein bisschen ums Mosaik kümmern. Es hat jetzt natürlich ordentlich abgenommen, aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, wir haben, glaube ich, genau eine Mosaikschmiede hier. Das ist vielleicht ein bisschen wenig für solche Großbauprojekte. Deshalb es gibt kein Bauvorhaben, werde ich jetzt erstmal das ihr nicht verwirklichen können. Mir diesen Quarzbruch hier schnappen, den wir noch haben. Dann noch 2 Lehmhütten daneben und für die Mosaikmacherei reicht es schon wieder nicht. Dein Erfolg schreit geradezu nach einem Gedicht. Warte, irgendwo habe ich was Passendes. Verschone mich. Den hier geht's auch toll, oder? Ja, sind voller Items. Was ist denn hier eigentlich? Ah, mein Schiff ist ja zurückgekommen. Ja, wir hatten das auf Expedition geschickt und haben einen verwegenen Steuermann zurückbekommen. Verringerte Unterhaltskosten, vergrößerte Ladekammern, erhöhte Geschwindigkeit. Dann wäre es doch hervorragend geeignet für eine unserer Routen. Na, das ist die Aries. Das ist nicht ganz das, was ich haben wollte. Eine von denen, denke ich. Na, das war natürlich wieder die falsche. Unfassbar. Also. Ich werde es... Na, wobei. Ist vielleicht gar nicht so dumm. Auf der Dattelroute? Warum nicht? Ach nee, die hat schon was. Die hat schon ein Item. Denn nicht. Dann werden wir das auf die Gewürzroute schicken. Die hatte ich sowieso von vornherein im Blick. Bekommt hier ein Item und dann ist hier mehr Platz und so. Und es ist schneller. Das kann nicht schaden. Die Sahara ist angekommen. Ich hätte da etwas, das dich interessieren könnte. Das hoffe ich. Oh ja, schaut mir hier schon mal Werkzeug, das interessiert mich schon mal sehr. An welcher Art Geschäft bist du? Was hat er denn noch sonst so? Zerfledderte Karte. Die habe ich doch gerade gehabt mit dem Fisch, oder? Karte eines verschollenen Ritters. Most. Die hatte ich auf jeden Fall nicht. Dann von Algen überwucherte Seekarte. Mit Gewürzen habe ich auch nicht gehabt. Gut. Ja. Und jetzt. Ich hoffe, du hast genug. Was hat er hier noch? Versiegelte Expeditionskarte. Braucht Leinenkutten, habe ich, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Handgeschriebene Ratsschatzkarte, die hatten wir auch noch nicht. Waffenschmiede, okay. Das können wir freischalten.
Schatzkarte eines toten Edelmanns, Wein und Werkzeug. Okay. Und jetzt fehlt mir der Ruhm. okay. Und jetzt verschwinde. Vielleicht können wir uns das noch mal ein bisschen herholen. Veranstaltet ein Turnier zum Gaudium des Volkes. Das Volk, ja, zur Feier unserer ganzen Errungenschaften. Spektakel hochleben lassen. Ich habe eben, glaube ich, auch ein Achievement bekommen dafür, dass ich irgendwie zigmal die Pause schon drin hatte, weil ich ja zwischen den Folgen immer auf Pause drücke. Ja. Ah, hier, schaut mal. Zack. Ja, dann können wir ja eigentlich gleich die nächste Expedition starten. Was nehmen wir denn da? Wir haben hier die ramponierte Karte. Die braucht Brot. Brot haben wir aber. Normal. Normal. Ich schätze mal, die ganze Ladekammer brauchen wir wieder. Sehr hoch. Maximal. Jetzt gucken wir wieder, ob wir noch ein bisschen was wegnehmen können. Er ist immer noch sehr hoch. Nee, ich glaube, da müssen wir wirklich... Produktion kommt zum Erliegen. 70 Tonnen sind es, glaube ich, grundsätzlich, die man braucht. Ja, dann kann es ja losgehen. Man kann das natürlich auch mit geringerer Wahrscheinlichkeit losschicken, aber das hat immer so ein Restrisiko, dass dabei überhaupt nichts rauskommt. Deswegen dachte ich, machen wir das Ganze mal so. Ein Rohstoffvorkommen ist fast erschöpft. Die Bärenhöhle. Ja, die Frage ist, was machen wir jetzt, während wir eigentlich hauptsächlich darauf warten, dass unsere Großbaustellen fertig werden? Seid unbesorgt. Alle sind mit Eifer bei der Arbeit. Und ich habe mir überlegt, ich habe ja als Ziel ausgerufen, dass ich hier Weltstädte haben will. Also eine Weltstadt in Goldfurt und eine in Aschgabat. Das sind 7.500 Adlige oder 10.000 Gesandte jeweils. Wir haben derzeit 3.640 Adlige und 3.500 Gesandte. Da ist also noch ordentlich Luft nach oben. Insofern würde ich sagen, dass der Ausbau der Siedlung erstmal ein bisschen Vorrang hat. Wir könnten uns auch schon mal überlegen, wie wir das generell so machen wollen. Hier zum Beispiel, das reicht natürlich nicht. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass das nicht so ganz hinkommt. Ist aber noch nicht so ein Problem. Das könnte man zum Beispiel hier einmal um die Ecke lösen. Wobei, so gut funktioniert das auch wieder nicht, stelle ich gerade fest. Nee. Oder man setzt das halt hier unten um. Also hier unten könnte ich auch noch umbauen, wenn die Kirche erstmal weg ist. Der Bau der Moschee hat Fortschritte gemacht. Sehr gut. Die Arbeiter erwarten euren Befehl. Lasst von euch hören, wenn die Zeit gekommen ist. Nope, machen wir nicht. Den Bau Nein. Die Arbeiter warten auf eure Anweisungen. Habt genau. ihr gesehen, wie dieser Ritter seinen Kontrahenten beim Tjosten aus dem Sattel hub? Genau zur richtigen Zeit. Ja, richtig. Genau, also wir brauchen, wie gesagt, erstmal 240 Werkzeug hier und 432 Mosaik. Da würde ich jetzt erstmal drauf warten. Wir haben jetzt aber wieder ein bisschen. Hier suchst du dein Geld. Den wir hier mal einsetzen könnten. Du bist der gleiche. Mach schnell. Für einen ist noch Platz. Die habe ich ja schon gehabt, die ramponierte Karte. Waffen oder Seile für die zerrissene Wildkarte. Oder man könnte einen Wegzoll von Kanonen bekommen. Das ist auch geil, oder? Das fände ich fast sogar noch besser. Dann ist es abgemacht. So, du bist passt der gleiche auf. Halsabschneider wie ich. Wir gehen jetzt bei Allah erstmal nach Kurast. Also ist die Antwort auf unsere Fragen. Mal wieder ein stolzer Krieger. Hatten wir ja noch gar nicht. Also wir fahren erstmal nach Kurast. Ich werde hier das Werkzeug abladen und dann die Mosaikmacherei in Betrieb nehmen. Was hat der für Sorgen? Nicht genug Kohle. Aber. Ich müsste hier eigentlich noch ein Kohlevorkommen haben, ja. Warum geht das hier nicht? Ach, das ist wahrscheinlich wieder gerade so eben nicht im Radius, oder? Nehme ich zumindest mal an. Ach nee, ich habe nicht genug Werkzeug. Okay, da reichen dann 15 Tonnen allerdings auch nicht für beides. Tja, es hilft nichts, wir brauchen da einfach ein bisschen Werkzeug.
Aber wir könnten ja auch in Venedig hier nochmal ein bisschen was kaufen. So, ich wollte gerade erzählen, dass wir hier noch eine andere Sorgenstelle haben, nämlich diese hier. Das sieht so ein bisschen arg verbaut aus. Aber das kann ich relativ leicht lösen, indem ich das hier wegnehme. Die Straße hier rüber nehme und dann sieht das Ganze schon wieder ganz glatt aus. Ja, und hier könnte man zum Beispiel auch noch mal ein Armenhaus oder so hinstellen. Oder eine Feuerwache, falls es Sinn macht. Nee, macht nicht wirklich Sinn. Wir haben aber hier wieder ein Gebiet, was eine Feuerwache brauchen könnte. Wohlbehalten verlassen. Das ärgert mich hier. Feuerwache. Ich krieg sie leider nicht alle rein. Ich mache das jetzt aber trotzdem erstmal so. Mit dem Versprechen, dass sobald dieser Kaiserdom steht und wir alle möglichen Kirchen abbauen, wir dann sowieso noch mal ein bisschen gucken. Und auch die Markthäuser drumherum sind ja dann weg. Dann gucken wir sowieso noch mal, wo wir was hinstellen. Okay, das hier zu. Aber so, und jetzt fällt mir gerade auf, wir haben ja hier irgendwie die Eskorte abgeschlossen. Im letzten Eck. Ja, stopp. Komm schon. Wo ist denn das jetzt? Ich kann das gar nicht richtig aufnehmen. Jetzt. Okay. Dann liefern wir das mal ab. Vielleicht. Wenn das Spiel mir nochmal gehorcht. So, das sind schon mal die ersten 15 Tonnen. Den Rest laden wir hier ab. Man könnte den fast noch mal runterschicken zu Hassan Ben Said, der hat tolle Sachen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Offenbar haben wir nicht genug Papier. Warum haben wir nicht genug Papier? Ein Sandsturm fegt über eine Insel. Das fragt man sich jetzt wirklich, ne? Warum haben wir nicht genug Papier? Weil Holz? Ach so. Ich habe so eine Vermutung. Der kommt selber nicht an das Holz ran. Weil der hier zu weit weg steht. Das Markthaus, das ist zu weit weg. Immer dasselbe Problem. Ihr habt umfassendes Wissen über unsere Baukunst erlangt. Kann ich denn das hinstellen? So vielleicht. Das würde gehen. Ja. Dann kommt er nämlich an diese 120 Tonnen, die wir hier fast haben, hin. Okay. Also. Die Mosaikmacherei ist mir ein Ticken wichtiger. Als die Kohle. Sag mal, müsste ich nicht eigentlich noch irgendwo ein kleines Schiff überhaben? Ja, Thunhausen zum Beispiel hat hier 37 Tonnen. Hier haben wir noch Holz. Das könnte man ja hier jetzt auch nicht so schlecht gebrauchen. Ja, wir holen uns hier mal ein bisschen was. So, Zollware, die ganzen Schatzkarten. Ja. Geht das jetzt nicht? Ihr Schiff ist wohlbehalten von der Expedition zurückgekehrt. So funktioniert's aber, ne? Ja. Ah, ist schon wieder da. Sehr gut. Was haben wir diesmal bekommen? Ein zähnefletschender Pirat. Erhöhte Trefferpunkte, reduzierte Verlangsamung, erhöhter Schaden. Das ist was für meine Kriegsschiffe. Sehr gut. Ich werde dem jetzt hier einfach ein bisschen Werkzeug mitgeben. Nicht alles, aber durchaus einen größeren Batzen, weil wir es hier einfach brauchen. Und dann schauen wir mal, kann der schon wieder was liefern? Ja, 15 Tonnen. Ich packe noch die Waren auf die Maultiere, dann breche ich auf. Sehr gut. Wir haben jetzt hier schon ein bisschen erweitert. Ich denke mal, das heißt, dass hier auch wieder welche aufsteigen können, ja. Wir haben natürlich nicht alle eine Kirche.
Ein paar schon. Das Thema Kirche ist sowieso immer noch so eins. Wenn der Kaiserdom fertig ist, kommt er bis dahin. Alles läuft bestens. Das heißt aber, dass wir hier immer noch einen Bereich haben, der keine Kirche hat. Der irgendwie hier anfängt. Und dann hier. Ja, okay. Ich gucke mal, was ich hier machen kann. Er müsste mindestens eine hier Produktion stehen. Kommt zum Erliegen. Oder mache ich das? Dann werden hier halt nochmal ein paar Häuser abgerissen. Da bin ich relativ schmerzbefreit. Hauptsache, meine Stadt sieht gut aus. So, Kirche. Damit haben jetzt auch die hier oben und die da unglaublich, hinten was auf die Kirche. Unglaublich. Vor allem können wir uns diese Kapelle hier wieder sparen. Die hier werden wir auch nicht mehr brauchen. Ja, die da unten brauchen wir, glaube ich, noch. Die Hüter des Bundes verlangen einen Treuebeweis von euch. Oh, sie wollen eine Kiste Treibgut. Ach, die ist ja wirklich ganz woanders. Das ist ja ganz woanders. Gott, ich hatte schon völlig vergessen, wie anstrengend der Pfad hinunter ins Tal sein kann. Dann freut mich, dich erinnert zu haben. Ach ja, die beiden liefern mir bitte das ab. Seid ihr meinem Wunsch nachgekommen? Sag mal, da muss doch irgendwo noch ein Schiff sein. Hier, sag ich doch, dass hier noch irgendwo ein Schiff sein muss. Saatgut-Bienenvolk. Stimmt, das war der hier mit dem Kaperbrief, den ich zwischendrin hatte. Das ist gut. Dann bekommt der dieses Item. So war das nicht gedacht. Erlaubt mir, mein Anliegen vorzutragen. 5 Tonnen Bier, 7 Tonnen Wein, 10 Tonnen Rinder. Aha. Okay. Was mache ich denn jetzt? Der mit so viele Möglichkeiten. Ich glaube, ich werde mal die mit den Gewürzen nehmen. Weil ich glaube, ich habe relativ viele Gewürze gerade. Ja. Also 70 Tonnen, denke ich mal. Oh, wir sind schon bei maximal. Da brauchte ich wohl nicht so viel. Maximal. Sehr hoch. Auch noch immer sehr hoch. Okay, gut, dann sind es immer 10er Schritte. 20 Tonnen Gewürze und das reicht, ja? Na dann. Auf geht's. Das Holz legen wir einfach ab. Das kann weg und der holt sich stattdessen hier den zähnefletschenden Piraten. Der Sandsturm ist Gottlob vorüber. Der hat dann plus 25% Trefferpunkte. Und minus 75% reduzierte Verlangsamung. Das ist ja hervorragend. Sehr gut. Also, was mache ich denn jetzt? Die Schwertfisch steht immer noch hier oben. Die schicke ich mal wieder zurück. Ich muss doch noch irgendwas liefern. Genau. Ich habe gerade die Aufgabe bekommen, dass ich hier was liefern soll. Und ich muss hier ein Treibgut aufsammeln. Da schicke ich mal die Toppers, die ist ganz schnell. Und die Mistral übernimmt diese Lieferung. 5 Tonnen Bier. Sieben Tonnen Wein und 10 Tonnen Rinder. Genau. Einmal hier. Das Werkzeug weg und dann werde ich den Piraten nochmal besuchen. Vielleicht hat er ja noch ein paar schöne Sachen für uns. Genau, und wir brauchen noch eine Kohlemine. Weil eine ganz offensichtlich nicht reichen kann, machen wir das so. Bei wie viel sind wir jetzt hier? Mit Gottes Hilfe werden die Arbeiter diesen Bauabschnitt bald fertiggestellt haben. Ungefähr 2/3.
Wir brauchen noch 220. Das ist ein bisschen mehr, als wir jetzt gerade haben. Okay, wir sind schon alle aufgestiegen hier. In eure Stadt zu kommen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Die Bürger machen weiter. Ja, und dann werde ich noch mehr Bauern hier reinholen. Da könnte man nochmal so 2 bis 3. Ja, so. So. Ich muss ein bisschen auf den Radius vom Marktplatz achten. Weil ja der hier noch nicht ganz zählt. Aber bald. Du bist ein wahrer Freund. Ein wahrer Freund, der dir deine Insel abkauft, fällt mir gerade wieder ein. Sind wir jetzt echte Freunde? Tja, kaufe ich mir jetzt hier gleich den Stadtschlüssel. Ihr habt hier das Sagen. Nun sorgt dafür, dass es so bleibt. Okay, das ist jetzt schon 10.000 billiger geworden. Weiß nicht, ob das jetzt unbedingt so gut war. Der hat ja auch fast nichts hier stehen, ne? Ich habe meine Lektion jetzt gelernt. Ganz bestimmt. Ja, also er hat hier echt nicht viel rumstehen. Eigentlich nur die Seide, glaube ich. Ich habe insofern viel bessere Verwendung als er. Das Material ist da. Habt ihr meine Bitte erfüllt? Ja. Euch gebührt unser ein doppelzüngiger Zuträger. Okay. Mal gucken, was wir jetzt noch beim Piraten kaufen können. Die Herkunft meiner Ware. Bisschen Ruhm haben wir ja noch. Zerrissene Seekarte. Habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt. Ramponierte Karte kenne ich. Leinengut, ich bin mir halt bei manchen Sachen jetzt auch nicht mehr ganz so sicher. Dann ist es abgemacht. Es macht doch nichts, dass das Zeug. Zerrissene Seekarte. Grießcremige Bordwache. Das hier nochmal durchschalten. Übelriechernde Rudergänger. Okay, okay. Ich glaube, jetzt sind wir ungefähr so weit, dass wir alles einmal gesehen haben. Dann ist es abgemacht. Ja, wenigstens eine Karte habe ich nochmal organisiert. Ich mache mal noch einen Zwischenstopp bei Al-Sahir. Guck mir das hier mal an. Achso, hier wollte ich Werkzeug kaufen, ne? Seekarte. Enthüllt die gesamte Inselwelt, brauche ich nicht. Das also sind eure Vorlieben. Ja, meine Vorlieben sind Werkzeug. So ist es. Vielleicht kaufe ich hier generell mal noch mal ein bisschen Werkzeug ein und liefere das schon mal direkt hier runter. Während wir in Goldfurt. Mal gucken. Na gut, die Bauern können eigentlich auch noch mal aufsteigen. Ihr Schiff ist wohlbehalten von der Expedition zurückgekehrt. Es dauert wirklich nicht allzu lang. Ja, das ist wieder der verwegene Steuermann, den hatten wir eben schon mal. Aber ich finde bestimmt noch ein anderes Lager. Mehr her. Noch eine andere, wie nennt man das? Eine andere Handelsroute. Das Treibgut müssen wir noch abgeben. So, und das nächste wäre, dass wir natürlich auch hier die Siedlung erweitern. Weil 10.000 Gesandte ist noch viel schwieriger ranzukommen als 7.500 Adlige. All deshalb Baupläne zu brauchen wir noch ein paar Nomaden. Und hier haben wir natürlich genau dasselbe Problem. Ein Wort genügt und die Arbeiter beginnen mit dem nächsten Bauabschnitt. Das ist genau dasselbe Problem im Grunde, dass wir hier jetzt erstmal noch nichts wirklich reinbauen können. Ich hatte jetzt gerade die Idee, dass ich vielleicht hier im Bazar hinstelle und meine Siedlung eher nochmal hier weiter nach unten ausbaue. In diese Richtung. Oder vielleicht so. Man versucht ja immer so viel wie möglich mitzunehmen. Ich glaube, das ist gar nicht so eine verkehrte Idee. Bei Allah. Stimmt ihr der Fortsetzung der Bauarbeiten zu? Nein. Ich war wohl zu voreilig. Ja,
das ist genau das Problem. Gut, den will Weile haben. Ich den vielleicht eher dahin stelle, das hier abreiße, das so mache, ist vielleicht ein bisschen besser. Wie weit kommen wir hier? Tatsächlich bis an die Küste ran. Näher kann man quasi nicht mehr am Wasser leben. Die Ernennung zum Großvezier ist eine besondere Ehre für mich. Der Sultan ist jung und voller Taten. Ja. Der Sultan ist jung und voller Tatendrang, ich weiß. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Also zwei könnte ich da schon noch hinstellen. Zwei Häuslein. Ja, das geht jetzt natürlich nicht mehr. So, aber das ist jetzt schon mal einiges, was ich hier nochmal dazu gebaut habe. Wenn ich denen jetzt das wieder erlaube, aufzusteigen, bekommen wir 30 Gesandtenhäuser mehr. Das sind, lass mich rechnen, 750 Gesandte mehr. Handala, wir haben es geschafft. Das freut mich. Spiel gespeichert. Was nehmen wir denn diesmal? Vielleicht das mit dem Most. Das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben fast keinen Most mehr. Wir brauchen allerdings auch nicht viel. 20 Tonnen reichen mal wieder. Bringt der nicht genug mit? Hier wäre eigentlich dieses Item super aufgehoben, was wir gerade bekommen haben. Der verwegende Steuermann würde uns hier auch total viel helfen. Auf der Route. Okay, aber unser Treibgut ist angekommen. Welche Kunde? Die Kunst des Krieges. Wert wird, 43 Tonnen Zucker. Bund aufgenommen zu werden. Wenn ich das jetzt halt noch irgendwie bräuchte, dann wäre das natürlich total hilfreich. Warum habe ich eigentlich Kaffee hier? Achso, das habe ich bestimmt mal irgendwann bekommen. Oder ich habe es hingebracht. Und diese Männer gehören euch. Mit ein bisschen Hanf könnten wir ein Assassinenlager ausheben. Das wäre doch mal eine Idee. Mit Gottes Hilfe werden die Arbeiter diesen Bauabschnitt bald fertiggestellt haben. Okay, also wir brauchen jetzt noch gut 120 Werkzeug. Wir haben 153. Das heißt, ab jetzt sind wir dazu in der Lage, auch ein bisschen was dann schon mal wegzubringen. Machen wir jetzt vielleicht nicht sofort, aber möglich ist es ab jetzt. Dann hier nochmal 20 Tonnen weg. Was hatten wir hier sonst noch so? Holzfäller. Einer ihrer Betriebe stellt jetzt alles keine nicht Waren so besonders. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Ihr Schiff hat sich. Möge der Handel beginnen. Was können wir uns denn hier vielleicht noch holen? Nee, es sind halt wirklich echt immer die üblichen Verdächtigen hier. Ja, unser Schiff ist wieder weg. Das macht hier 3 Missionen pro Folge sozusagen. Welche Ehre, du in meinem Haus. Was für eine Ehre. Jetzt gehört uns die ganze Ratsversammlung. Es kostet nur noch 18.000, das zu übernehmen.
Immer trampeln alle auf mir herum. Ja, immer trampeln alle auf dir herum, so ist es. Ich wollte ein bisschen Hanf mitnehmen. Einfach mal so eine Schiffsladung Hanf. Hier nach Kurang. Dann können wir hier ein paar Assassinen ausheben. Einfach so aus Spaß an der Freude. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das ist ja ein Ding. Was ist da los? Bin ich abgeholt, weil... Wahrscheinlich, weil das Ding überlastet ist. Würde ich jetzt mal vermuten. Was liegt dir denn noch rum? Gut. Moment. Wir nehmen hier noch die Zitchen-Tonnen mit. Was liegt hier rum? Wer hat da was hingeworfen? Ja, gut, Leute. Ich denke, in der nächsten Folge wird es soweit sein. Der Kaiserdom wird fertig werden. Und dann wird sich hier einiges ändern in Goldfort, denke ich. Da freue ich mich schon drauf. Bis dann, macht's gut, eure Miri.